Hey, hey, Oliver Schirmer hier, herzlich willkommen ja zu diesem Video. Und vielleicht kennst du diese Situation, gerade wenn du jetzt im Network Marketing oder im Vertrieb tätig bist oder ein Unternehmen hast, wo du ja viele Termine koordinieren musst, dann kennst du sicherlich die Situation, so war das bei mir früher auch, ja, dass du ja gerade mit einem neuen Teampartner dann die ersten Termine abgestimmt hast und dann wurden Terminvorschläge hin und her geschickt und bis man dann letzten Endes ja dann die Termine gefunden hat, die dann für beide Seiten passen. Und das war ja zum einen sehr nervig, zum anderen natürlich auch zeitaufwendig. Die Zeiten sind natürlich schon lange vorbei und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Tools, die eben genau dieses Problem lösen, die es einfach den Leuten ermöglichen, ja, zum Beispiel einen Link zu versenden. Dann kann derjenige, der den Link erhält, auf einen Terminkalender zugreifen und kann dort seinen Wunschtermin auswählen. Und es geht sogar so weit, dass man das durchautomatisieren kann, dass ja sogar der Zoom-Link oder der Link zum Meetingraum dann automatisiert versendet wird. Und der Termin wird natürlich gleichzeitig in den Kalender eingetragen und so weiter, so dass man im Prinzip nichts weiteres zu tun hat, wie wenn eine Terminvereinbarung ansteht, den Link zu versenden, dem anderen zu sagen, hier such dir deinen Wunschtermin raus und das war's, ja. Und dann kann das Meeting dann stattfinden und ja, vorbei sind die Zeiten, ja, an denen man ja zu viel Zeit, ich sag mal, mit dem Finden des passenden Termins verschwendet hat. So, und jetzt möchte ich einfach mal zwei Tools hier in diesem Video so ein bisschen gegenüberstellen, die eben für diesen Zweck sehr gut geeignet sind. Welches Tool für dich natürlich das ja oder die erste Wahl ist, das kannst natürlich nur du entscheiden für dich. Das Gute ist, du kannst beide Tools testen, ja, und kannst dann für dich dementsprechend die Entscheidung treffen. Ich werde ja auch sagen, welches Tool ich verwende und warum. Genau, lass uns da mal loslegen. Ich mache jetzt mal hier einfach das Video hier aus, damit wir uns das mal in Ruhe hier anschauen können. Also, das eine Tool ist zum Beispiel Calendly. Calendly hat im Prinzip die Funktion, die ich eben schon vorgestellt habe, kannst du mit diesem Tool super machen. Ja, du hast die Sache ist im Prinzip die, du gibst quasi deine Regeln vor, du richtest quasi deinen Kalender ein, sagst ganz genau, wann du verfügbar sein willst und dann übernimmt Calendly quasi die Arbeit für mich oder für dich dann in dem Fall und du kannst quasi dann einfach den Link zu deinem Kalender entweder per Mail, WhatsApp, wie auch immer, teilen. Du kannst auch diesen Kalender auf deiner Webseite einbauen, wenn du eine eigene Webseite hast und kannst dann im Prinzip deine Kunden oder deine Teampartner dann über diesen Link oder über die Webseite ihre Termine, ihre Wunschtermine buchen lassen. Und wie gesagt, der Interessent, der Kunde, der Teampartner, der kann dann im Prinzip in diesem Kalender die Termine auswählen, die du zur Verfügung gestellt hast. Das hast du einmalig eingerichtet, deinen Kalender. Und durch die Synchronisation mit deinem zum Beispiel Google-Kalender, ja, oder mit deinem Outlook-Kalender, sind also dann auch die Termine, die du jetzt zum Beispiel nicht über das Tool vergibst, die werden dann automatisch dann auch geblockt, weil ja die beiden Tools dann in stetigem Austausch stehen. Und wenn du in deinem Kalender was veränderst, dann, und das betrifft einen freien Zeitraum in Calendly zum Beispiel, dann wird dieser Termin dann dementsprechend blockiert, sodass der Termin halt nicht doppelt belegt werden kann. Ja, so, und das spart dir halt unheimlich viel Zeit, weil du dich nicht mehr damit aufhalten musst, Termine so oder die passenden Termine und Zeitfenster zu finden, sondern du kannst eben ja im Prinzip mit Versenden des Links ist die Arbeit getan und kannst dann einfach, sobald das Meeting stattfindet, direkt via Klick im Kalender auf den Link in zum Beispiel den Zoom-Meeting-Raum kommen. Ja, und im Kalender schreibt hier auf ihrer Website, dass sie 8 Millionen monatliche Benutzer haben. Also du siehst, es ist auch jetzt kein Tool, was es erst seit gestern gibt, sondern was schon ja am Markt erprobt ist. Ja, zu der Preisgestaltung ist es so: Calendly gibt es einmal in einer Basic-Variante, also in so einem Basis-Account. Ja, der ist dann vollständig kostenlos. Natürlich hast du halt hier auch nur eingeschränkte Funktionen. Ja, wenn du Calendly dann, ich sag mal, richtig nutzen willst, dann sind es 8 US-Dollar pro Monat Minimum, beziehungsweise dann 12 Dollar pro Monat, je nachdem, wie viele Kalender, wie viele Benutzer du benötigst und welche Funktionen du dann
letzten Endes dann auch ja zur Verfügung haben möchtest. Ja, wenn du mit Workflows arbeiten möchtest, wenn du mit SMS-Benachrichtigungen arbeiten möchtest, dann sind es halt eben diese 12 US-Dollar pro Monat. Ja, aber das findest du alles auf der Seite von Calendly. Ich werde es auch unterhalb des Videos verlinken, sodass du dir das dann einfach in Ruhe anschauen kannst. Ja, es gibt auch so Dinge wie PayPal-Integration, ja, dass man eben halt auch Termine verkaufen kann oder dafür im Prinzip darüber dann die Abwicklung auch machen kann, und dann hast du halt eben diese 12 Dollar im Monat, die das Tool kostet, musst du dann dementsprechend investieren. Gut, schauen wir uns das mal an, wie sieht es innerhalb von Calendly aus. Ja, also du hast hier im Prinzip deine Startseite. Und auf der Startseite kannst du dann sozusagen deinen Kalender erstellen. Ja, das geht dann hier, kannst dieses einmalige Meeting machen, du kannst Ereignistypen erstellen. Und hier sind jetzt schon standardmäßig diese drei hier drin. Ja, so, und dann haben wir hier die Möglichkeit, einfach einen einmaligen Link zu erstellen. Ja, und du kannst dann diesen Link kopieren. Und wenn du diesen dann versendest und Person ruft dann quasi den Kalender auf, dann siehst du jetzt hier zum Beispiel eurer Schirm mal 15 Minuten Besprechung, das kannst du natürlich anpassen, ja, und dann siehst du hier die freien Tage und Zeiten, ja, und dann kann eben dein Interessent, dein Kunde, dein Teampartner den Termin wählen, ja, klickt auf Bestätigen, gibt hier seinen Namen, E-Mail-Adresse ein, ja, kann hier auch noch wichtige Punkte ergänzen, klickt auf Termin buchen und es wird quasi dann auch sofort bestätigt. Und dann in deinen Kalender dementsprechend halt auch eingetragen. Ja, so, und dann hast du hier im Prinzip die Ereignisse und siehst dann alle Termine, die hier drüber gebucht wurden, also die dann bald bevorstehen, welche, die noch unbestätigt sind, Termine, die vorbei sind. Du hast also auch gute Filtermöglichkeiten, ja, indem du hier alles einfach mal wählen kannst, ne, beziehungsweise filtern kannst, wenn du ja jetzt einen bestimmten Termin dann dementsprechend auch suchst. Du kannst also das auch sehr, sehr gut alles nachvollziehen, ja. So, und dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, okay, wann möchtest du verfügbar sein? Du kannst also hier dann die Wochenstunden festlegen, du kannst dann sagen, okay, Montag bis Freitag jeweils von 9 bis 17 Uhr sollen also die Termine angezeigt werden. Du kannst aber auch einen anderen Weg gehen und kannst zum Beispiel sagen, nee, freitags möchte ich immer nur von 16:30 bis 19 Uhr verfügbar sein zum Beispiel, ja, also kannst auch mehrere Zeitfenster hier quasi da an den Tagen dann anlegen, so dass du im Prinzip deinen Kalender individualisieren kannst. Und wie ich es bereits schon gesagt habe, wenn du jetzt in deinen Kalender einen Termin einträgst manuell, weil du vielleicht jetzt gerade in einem Gespräch bist, dann wird auch dieser Termin hier geblockt sein, so dass der nicht doppelt belegt werden kann. Ja, also du siehst, es ist sehr, sehr einfach von der Handhabung her und lässt sich dann dementsprechend auch mit Integrationen deinen Bedürfnissen anpassen. Das heißt, wenn du so wie ich viel mit Zoom-Meetings arbeitest, kannst du hier deine Zoom-Meeting verknüpfen und dann kannst du auch dementsprechend automatisch je nach Paket, welches du gewählt hast, auch dann quasi E-Mails an die Menschen verschicken, die den Termin gebucht haben, so dass dann dort der Zoom-Link zum Meeting drin ist. Und ja, und dann trefft ihr euch im Prinzip lediglich noch im Meetingraum, haltet die Besprechung ab und das war's. Ja, also das von der Funktionsweise, das ist mit Calendly ohne weiteres möglich und umzusetzen und deshalb ein sehr, sehr gutes Tool. Jetzt möchte ich dir ganz kurz noch zeigen, welches das Tool meiner Wahl ist. Ja, das liegt einfach daran, da ich ja auch also du kannst natürlich viele Tools nehmen, ja, wenn du gerade sehr stark Online-Marketing betreibst, wenn du viel im Internet arbeitest, dann hast du zum einen die Webseite. Du arbeitest im Network-Marketing ja häufig mit Meetings und Webinaren, ja. Vielleicht möchtest du automatisierte Webinare machen. Du brauchst E-Mail-Marketing-Tool, ja. Du brauchst einen Webseiten-Baukasten, damit du deine Landing-Pages etc. erstellen kannst. Und das führt dazu, dass du, so war es zumindest bei mir früher, dass du sehr, sehr viele Tools hast, die du nutzt. Und es ist jetzt auch heute noch so, dass ich gerne je nach Anwendung auch mal ein anderes Tool nutze. Aber eins der meistgenutzten Tools bei mir ist dann eben halt Builder All,
Warum Builderall? Weil Builderall sozusagen ja alle Tools, die du brauchst, in einem Tool vereint. Ja, das heißt, du musst nicht erst groß jetzt irgendwelche oder viele Tools testen und viele Tools dann dementsprechend buchen, was ja auch immer mit Kosten verbunden ist, sondern du hast alles in einem Ort und unter anderem eben halt auch ja eine Booking-App. Ja, und die ist aus meiner Sicht mindestens genauso gut wie alle anderen da draußen am Markt, wenn nicht sogar noch besser. Das heißt, wenn du in dieser Booking-App drin bist, dann siehst du im Dashboard deine Kalenderanzahl, wie viele aktuelle Abonnenten. Wenn du jetzt Termine quasi gegen Entgelt verkaufen würdest, dann würdest du da auch einen Verdienst festlegen können, könntest dann eben halt deine Statistiken hier sehen. Ja, so, und dann kannst du hier einen neuen Kalender anlegen. Ja, das können wir jetzt auch dann spaßeshalber mal machen. Dann kann ich dir zeigen, wie die einzelnen Funktionen sind, wie einfach das Ganze ist. Und jetzt siehst du hier zum Beispiel halt so vier Kalender von mir. Ja, und das Prinzip ist, funktioniert genauso. Ja, du kannst also hier alles bearbeiten, kannst anpassen. Ja, und kannst dann auch hier den Kalenderlink quasi kopieren und zur Verfügung stellen. So, und du siehst, jetzt haben wir hier so, schon habe ich hier mein Logo eingebunden und hier können jetzt zum Beispiel über diesen Kalender meine Teampartner sehen, wann sind denn die Zeitslots, an denen ich noch verfügbar bin, ja, und können dann quasi den Zeitslot buchen, ja, gehen dann hier auf Auswählen und das alles hier, was du hier siehst, also diese ganzen Felder, die kannst du deinen Bedürfnissen natürlich anpassen, ja. Also du hast dann hier den Namen, die E-Mail-Adresse, dann kannst du hier die Telefonnummer eingeben und ich habe jetzt noch hier für Skype, für Teampartner, die außerhalb Deutschlands sind. Letzten Endes ist es aber so, dass wir im Großen und Ganzen alles via Zoom machen. Von daher könnte man das jetzt auch hier rauslassen, aber ist zusätzlich mit drin und du kannst, wie gesagt, das so gestalten, wie es für dich passt. Ja, gut. So, und wenn dann jetzt jemand, gehen wir noch mal kurz drauf, wenn jetzt jemand hier die Daten eingegeben hat und auf verbindlich buchen geht, dann geht eine Maske auf. Derjenige, also in dem Fall der Teampartner, kann sich auch gleich durch einen Klick auf den Link den Termin in seinen Kalender eintragen lassen, ja, und bekommt dann im Anschluss eine Mail mit den Termindetails, mit dem Link zum Meeting. Alles wird in ich arbeite im Google-Kalender, wird dann in den Google-Kalender eingetragen, so dass ich dann eine Bestätigung bekomme, dass der Termin, dass jemand einen Termin gebucht hat. Und ja, muss dann zu dem Zeitpunkt einfach nur noch in meinen Terminkalender reingehen, sehe dort die Details zum Termin, klick auf den Zoom-Meeting-Link und das war's. Ja, also du siehst, sehr, sehr einfach, spart mir unheimlich viel Zeit. Und jetzt können wir gerne mal das gemeinsam durchgehen, wie man mir ganz einfach einen Kalender anlegen kann. Ja, jetzt machen wir einfach hier mal einen Testkalender. Du gehst also auf neuen Kalender. Und jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten, wie du den Kalendertyp quasi einsetzen kannst. Du hast einmal das, was ich hauptsächlich benötige. Das ist diese Beratung hier. Und hier wird auch immer wieder erklärt, welchen Anwendungszweck welcher Kalendertyp quasi hat, ja. Die Beratung, da definierst du zum Beispiel die Öffnungszeiten, so wie ich es eben auch schon bei Calendly beschrieben habe, dass du einfach deinen Kunden gewisse Zeiträume vorgibst, in der sie halt ihre Termine buchen können, ja. Siehst auch hier Verwendungsbeispiele. Dann haben wir noch den Eventkalender, ja. Also hier legst du halt das Datum und eine Uhrzeit fest und wie viele Teilnehmer sich dafür für dieses Event quasi registrieren können, ja. Und dann können sich für diesen Termin halt mehrere User anmelden, ja. Also bei Beratung kann sich dann halt lediglich einer anmelden, während beim Eventkalender kannst du eben so viele machen, wie das Limit das du vorgibst. Dann gibt es den Klassenraum. Und hier ist es so, hier definierst du einfach also verfügbare Zeiträume, ja, und dann können sich wie beim Eventkalender auch mehrere Kunden zum Beispiel am gleichen Tag, zur gleichen Zeit, ja, immer wiederkehrend anmelden. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Kurs hast, ja, der über mehrere Sitzungen geht, ja, dann wäre das jetzt im Prinzip der Kalender deiner Wahl. Oder du hast wiederkehrend, ja, hier definierst du dann quasi deine Öffnungszeiten, ne,
Und hier können dann deine Kunden quasi aussuchen, wann sie bevorzugt betreut werden möchten. Also zum Beispiel, wenn du jetzt wöchentlich regelmäßig stattfindende Beratungsgespräche hast, wenn du einen kontinuierlichen Privatunterricht anbietest, ja, oder Therapie, Beratungsprogramm, ne? Also ist auch hier super erklärt. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Beratung und dann können wir hier einen Kalender erstellen. Namen des Kalenders, ich nenne den jetzt einfach mal Test. Und sage dann hier neuen Kalender anlegen. So, und jetzt sind wir dann schon in den Grundeinstellungen drin. Das heißt, ich kann jetzt hier nochmal eine Beschreibung vergeben, ja, so dass man eben seinen Kunden anzeigt, um was es geht. Ja, machen wir jetzt einfach mal Testkalender. Bitte nicht anmelden. So, jetzt hast du die Möglichkeit, hier ein Logo oder Datei quasi hochzuladen. Das ist das, was du vorhin bei mir gesehen hattest. Da hatte ich mein Logo hochgeladen. Du kannst die Hintergrundfarbe, also vom Kalender, individualisieren. Du wählst hier die Zeitzonen aus, ja. Du kannst einmal die Nutzer die Zeitzonen bestimmen lassen, ne? Und oder einfach einen festgelegten Zeitzone. Also wenn du halt jetzt, ich sag mal, nur in Deutschland Termine hast, ja, oder dein Geschäft halt nur deutschlandweit aktiv ist, dann kannst du das hier über diese Zeitzone einfach festlegen. Ja, so, und jetzt gehen wir schon in den nächsten Punkt. Ja, also ich lasse das jetzt mal hier auf Zeitzone hier so, wie es eingestellt ist. So, und dann gehen wir auf Aktion nach Eintragung. Was soll passieren? Ja, also zunächst mal soll entweder eine Erfolgsmeldung angezeigt werden. Ja, also wenn jetzt jemand quasi den Termin verbindlich bucht, dann wird diese Erfolgsmeldung angezeigt. Oder was man auch machen kann, du kannst mit Bildall kannst du ja sehr einfach auch Webseiten erstellen. Du kannst zum Beispiel, wenn du noch mal angenommen, du hast jetzt zum Beispiel einen Coaching-Kunden und du möchtest jetzt so ein wiederkehrendes Event machen, ja, und möchtest quasi, dass zum Erstgespräch der Interessent etwas durcharbeitet oder vielleicht ein paar Fragen beantwortet, dann könntest du jetzt auf diese URL weiterleiten lassen. Das heißt, du klickst es einfach an, wählst jetzt entweder hier eine Page direkt aus Builderall aus oder eben eine benutzerdefinierte URL, ja. Und da könntest du dann zum Beispiel ein paar Dinge abfragen, die für dich jetzt noch relevant sind. Und dann würde quasi die Person, die, wenn sie verbindlich bucht, auf diese Seite weitergeleitet werden. Ja, und dann klicken wir jetzt hier auf Speichern und gehen zum nächsten Schritt der Grundeinstellung. Und jetzt haben wir hier, kann ich hier neue Gruppen für die Terminplanung zum Beispiel erstellen. So, und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, Namen anzugeben. Und du siehst auch, wenn du auf diese i gehst, da wird auch alles nochmal ganz genau erklärt, ja. Also, den Namen, den ich jetzt hier eingebe, der wird dann jetzt quasi auf dem Kalender für die Kunden sichtbar sein. Jetzt mache ich einfach mal hier Testgruppe. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, den Host auszuwählen. Den legst du einmal an, kannst auch hier neue Hosts erstellen. Das bin jetzt ich in dem Fall. So, und auch hier haben wir wieder die Beschreibung. Und hier kannst du nochmal eine Beschreibung für den Kalender anlegen, zum Beispiel, das ist der Terminkalender für unser wiederkehrendes Meeting. Natürlich auch jederzeit danach nochmal abändern. So, und jetzt hast du hier die Möglichkeit, einen Startpunkt festzulegen. Ja, du kannst also sagen, okay, in welchen Intervallen können denn dann die quasi die Termine ausgewählt werden. Wenn wir jetzt hier gehen, alle 60 Minuten, dann haben wir die Möglichkeit oder vielleicht alle 120 Minuten. So, und jetzt hast du die Termindauer, die kannst du auswählen. Sagen wir mal 1 Stunde 30 Minuten Abstand zwischen den Terminen. Oh, 15 Minuten. So, dann verfügbare Termine. Und jetzt kannst du genauso wie bei Calendly auch hier dementsprechend ja, die Zeiträume festlegen, an denen du verfügbar bist. Ja, du kannst es auch dann wieder löschen. Du kannst auch sagen, nee, Sonntag ist nichts. Ja, Samstag auch nicht. Und kannst es dann so für dich dementsprechend anpassen. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit bei verfügbare Termine. Kannst du jetzt einmal festlegen, von wann bis wann du da verfügbar sein wirst. Also wenn du jetzt weißt, okay, meistens hast du vielleicht bis zum 6. Januar die Firma geschlossen,
Dann sagst du vom 6. Januar bis 31. oder vom Dezember. Du weißt, du gehst zum Beispiel am 24. oder am 23. ist der letzte Arbeitstag in eurem Unternehmen. Dann kannst du hergehen, kannst sagen, verfügbare Termine vom, war falsch suchen, vom 1. bis 23. Ja, so, und dann kriegen deine Kunden, wenn sie auf diesen Kalender gehen, auch nur diese Tage angezeigt. Gut, dann haben wir hier die Termine. Ja, hier kannst du die Gesamtanzahl der Sitzungen eintragen, wenn du zum Beispiel 4 Sitzungen die Woche brauchst. Ja, um zum Beispiel mit jemandem, du hast jemanden Coaching, ihr habt 4 Sitzungen vereinbart, dann kannst du hier 4 Termine auswählen. Kannst hier sagen, okay, eine Session jede Woche, ne? Oder du kannst auch sagen, eine Session alle 2 Wochen. Ja, also kannst du für dich individuell definieren. Und jetzt kannst du sagen, okay, bis zu einem bestimmten Tag auf unbestimmte Zeit oder die fortlaufenden Tage. Ne? So, lassen wir es einfach auf unbestimmte Zeit. So, und dann können wir hier festlegen, wann ist die frühestmögliche Buchung. Möchtest du, wenn jetzt jemand auf den Kalender kommt, dass er am gleichen Tag noch buchen kann? Ja, dann kannst du hier jederzeit möglich machen. Du kannst aber auch sagen, nee, nicht am gleichen Tag oder nicht am darauffolgenden Tag. Also du kannst es komplett individuell einrichten. Du kannst auch Zeiträume blocken, ja, also du kannst hier Daten auswählen, zum Beispiel 12.3., ja, und kannst hier alle Daten, an denen du definitiv keine Termine haben möchtest, die kannst du blocken. So, und dann haben wir hier die weiteren Konfigurationen. Wir haben einmal die automatische Bestätigung, also das ist das, was wir vorhin schon besprochen haben. Ja, der Kunde bekommt dann dementsprechend, wird sofort bestätigt. Ja, wenn du manuelle Bestätigungen machst, dann musst du den Termin erst noch bestätigen. So, dann kannst du auswählen, ob deine Kunden Termine stornieren können oder nicht. Und du kannst im Prinzip Folgendes machen. Du kannst entweder im Kalender die Termine als beschäftigt angezeigt lassen oder du kannst sie dann dementsprechend verstecken. Das heißt, dass wirklich nur die freien Termine angezeigt werden. Ja, gut. So, so, und hier kannst du dann nochmal festlegen, ja, wie viele Termine für jede E-Mail, also die Funktion habe ich jetzt selber noch nicht gebraucht im Großen und Ganzen. Verwende diese Einstellung, wenn du die Anzahl der Termine für jede E-Mail in dieser Gruppe begrenzen möchtest. Alle Termine, die nicht storniert werden, auch werden berücksichtigt. Ne? Also du siehst, das ist dann auch hier nochmal erklärt. Ja, also wie gesagt, das habe ich jetzt sogar noch nicht verwendet, aber ist dementsprechend auch möglich. Wir gehen auf Speichern. So, und jetzt kannst du noch hier das, was ich vorhin angedeutet hatte, du kannst die Felder also individuell erstellen. Du kannst komplett festlegen, was bei, bevor jemand verbindlich buchen klickt, was abgefragt werden soll. Du kannst auch festlegen, ob es ein Pflichtfeld ist oder nicht. Zum Beispiel hier Mobilnummer. Dann hast du hier die Möglichkeit Multiple Choice, Kontrollkästchen, langer Text, kurzer Text. Ja, kannst also auswählen, was du da für richtig hältst. Benötigt. Ja, du kannst es auch mit. Und deswegen nutze ich halt gern auch Builder-All, weil wenn du ein All-in-One-Tool hast, ja, dann ist es halt super einfach, weil du kannst dann auch dementsprechend gleich diese Leads dann mit den Listen in deinem E-Mail-Marketing verknüpfen. Ja, und kannst es dann dementsprechend auch gleich miteinander ja quasi verbinden, so dass das sofort dann zum Beispiel der Interessent dann auch in eine gewisse Liste zugeordnet werden kann oder dass ein Tag vergeben wird und du kannst später dann nur an diese Interessenten, die dieses Tag bekommen haben, dann dementsprechende Nachricht versenden. Also du siehst, hier ist einiges möglich. Ja, jetzt klicken wir hier auf Speichern und dann kannst du das auch hier noch verschieben. Ja. Ist dann immer die Frage, inwieweit du diese
halt, ne, entschuldige, die drei oberen sind fix und dann könntest du jetzt die unteren Felder, die kannst du dann noch anordnen. Ist halt dann immer die Frage, inwieweit du dann jetzt diese Dinge dann auch brauchst, Verknüpfungen mit E-Mail-Marketing etc. Aber ich will dir hier einfach nur zeigen, dass es möglich ist. Ja, so, und jetzt hast du hier dann, wie sollen die Leute, die Termine gebucht haben, wie sollen die bestätigt werden? Du kannst einmal keine Bestätigung senden oder eine Bestätigung senden. Ja, das machen wir hier. Dann sofort nach der Vereinbarung, dann hast du hier die Möglichkeit, das auch komplett durchzu zu personalisieren, das ist das richtige Wort, entschuldige. Jetzt kannst du hier den Betreff abändern, kannst dann auf dich anpassen. Du siehst, hier sind dann quasi das schon mal auf Englisch. Das müsstest du dann noch umändern. Hallo, Leadname ist dann quasi der Name, mit dem sich die Person an den Termin bucht. Termin wurde bestätigt. Für, ja, und dann steht hier quasi dann das Datum, Uhrzeit drin, ja, das können wir dann einfach. Also du kannst hier dann auch noch Dinge dazufügen, was für dich wichtig ist, ja, also man kann hier noch mal sagen, viele Grüße, freue mich auf den Termin und so weiter, oder wenn du Stornierungen zulässt, kannst du da noch mal drauf hinweisen, du hast dann auch hier die Möglichkeit, das Gleiche für SMS zu machen, ja, dazu muss man SMS-Pakete kaufen, ja, findest du dann die Infos hier drüber. Ist aber also dementsprechend auch möglich. Ich für meinen Teil nutze immer rein die E-Mail-Bestätigung und das war's. Ja, so, und jetzt kannst du hier dir quasi, wenn du der Gastgeber bist, kannst du dir hier nochmal gleich eine Bestätigung versenden lassen. So, und dann kannst du hier auch noch auswählen, dass du für ausstehende Abonnements, also für ausstehende Termine, dich nochmal erinnern lassen möchtest, kannst du für dich frei entscheiden oder beides, ja. So, und jetzt hast du hier die Möglichkeit, nochmal Erinnerungen zu senden. Das heißt, du kannst jetzt hier nochmal Erinnerungsmails versenden, ja, und gleichzeitig an dich, wenn du das möchtest, und an den Interessenten, beziehungsweise an denjenigen, der den Termin gebucht hat, und kannst dann auch einstellen, wann das sein soll. Also du könntest jetzt zum Beispiel einen Tag, bevor der Termin stattfindet, nochmal einen Reminder rausschicken. Du kannst am selben Tag nochmal 2 Stunden vorher einen Reminder rausschicken oder eine Stunde vorher. Einfach, das wird dazu führen, dass die Menschen einfach den Termin nicht vergessen. Ja, und selbst wenn sie sich in den Kalender eingetragen haben, kann es trotzdem immer mal sein, dass irgendwas durchrutscht oder ja, dass einfach ein Termin vergessen wird und das kannst du damit ja nahezu ausschließen, ne? So, und dann kannst du den Standardabsender nutzen, du kannst hier aber auch eigenen Absender ja quasi angeben. Klickst auf Speichern und weiter. So. Ja, das haben wir, weil wir jetzt hier keine Erinnerungsnachrichten konfiguriert haben, deswegen kommt jetzt die Fehlermeldung. So, und jetzt kannst du hier noch auswählen, okay, mit Google Kalender synchronisieren. Ich lasse das jetzt hier auf Nein, weil ja, möchte ich jetzt einfach nicht. Dann kannst du hier Zoom-Meeting integrieren. Das heißt, das ist das, was ich dir vorhin gesagt habe. Dann ist im Prinzip gleich automatisch, dann wählst du deinen Account aus. Das lasse ich jetzt auch mal hier auf Nein. Dann hast du automatisch auch den Link also es wird automatisch ein Zoom-Meeting erstellt. Der Zoom-Link geht an den Interessenten raus und das Gleiche passiert dann auch dementsprechend bei dir. Ja? So, und dann kannst du hier, wie ich vorhin schon sagte, auch die Leute, die sich jetzt quasi bei dir einen Termin buchen, die kannst du in eine spezielle Liste dann dementsprechend auch hinzufügen lassen, sodass du dann auch im danach folgenden, also mal angenommen, du hast viele Kunden, ja, die dann darüber buchen, dann kannst du deinen Kunden auch mal ein Angebot schicken und so weiter, ne? Also auch im Nachgang noch, ne? So, hier kannst du entscheiden, ob du kostenpflichtige Termine aktivieren willst oder nicht. Ja, auch hier kannst du das dann alles über die integrierten Tools dementsprechend machen. Ich lasse das jetzt mal hier auf Nein. So, und jetzt wird der Kalender im Prinzip konfiguriert. Und alles, was und du siehst jetzt hier den Link zum Kalender. Ja, du kriegst hier gleich nochmal erklärt, wie du den Kalender in deine Webseite einbauen kannst. Hast dann hier den Einbettungscode gleich, ne? So, und jetzt machen wir das einfach mal, schauen uns den mal an. Was wir denn da gemacht haben, jetzt siehst du hier Test, Testkalender bitte nicht anmelden. Das ist der Terminkalender für unser wiederkehrendes Meeting, Testgruppe und mit unseren ausgewählten Zeitfenstern. Also, du siehst, das ist wirklich
sehr, sehr einfach zu machen. Einmal eingerichtet, funktioniert das Ganze. Ja, so wie bereits erwähnt, beide Tools erfüllen den Zweck. Ja, ich nutze, wie gesagt, Builderall, die Builderall Booking App, weil ich halt eben mit Builderall auch super viel arbeite und das dementsprechend ja einfach nur logisch und sinnvoll ist. Außerdem habe ich hier keine Beschränkungen in den Tools. Ja, das heißt, ich kann das sofort komplett nutzen. Ich kann so viele Kalender anlegen, wie ich möchte. Ja, ich kann so viele Hosts anlegen, wie ich möchte. Und das ist einfach ein riesiger Vorteil. Ich muss mir darüber keine Gedanken mehr machen und brauche auch kein separates Tool. Ja, so, und wenn du, wie gesagt, auch die volle Power von Calendly nutzen willst, ist das eben halt $12 im Monat plus E-Mail-Marketing plus vielleicht eine Webinar-Software plus Webseiten, Baukasten und so weiter und so fort. Das heißt, das läppert sich und deswegen ist für mich Builderall ja das Tool der Wahl. Ja, du kannst Builderall für 1 € im ersten Monat testen, danach 59,90. Das ist jederzeit kündbar und ja, ich werde dir auch den Link unterhalb des Videos zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, solltest du über diesen Link buchen, dann kannst du damit auch rechnen, dass wenn du Fragen hast, dass du dich an mich wenden kannst. Ja, natürlich kann ich, das sage ich auch gleich dazu, nicht kostenloses Coaching anbieten, aber wenn du Fragen hast, dann stehe ich dir dann natürlich auch dementsprechend zur Verfügung. Ja, ganz klar. Gut, das ist so viel dazu. Also wie gesagt, alle Tools, die du jemals brauchen wirst, und das Schöne bei Builderall ist, wenn du das Tool heute erwirbst, alle Tools, die zusätzlich dann in der Zukunft noch dazukommen, die sind für dich automatisch immer mit drin. Ja, das heißt, du hast also die automatische Kalender-App, es gibt Messenger-Chatbot, Telegram-Funnel-Bilder, Browser-Benachrichtigung, SMS-Integration, dann, wie gesagt, ein vollständiges E-Mail-Marketing-System mit, und das muss, da muss man sich echt mal festhalten, unbegrenzt, ja, unbegrenzt E-Mail-Abonnenten, ja, also selbst wenn du den Funnel-Club nimmst, was ich dir empfehlen würde, da zahlst du im ersten Monat 179, danach 89,90 und hast dann hier quasi schon bereits fertige Chatbot-Nischen-Funnels, du hast also verschiedene Funnels schon fertig, Builderall-Funnels, 300 plus Cheetah-Strategie-Funnels, wöchentlich kommen neue Funnels dazu, das heißt, du hast auch sehr schnell deine Webseiten aufgesetzt, weil du nur quasi die bereits bestehenden Vorlagen auf dich anpassen musst. Du hast 10.000 MB Speicherplatz, du hast aufschaltbare Domains, Subdomains unlimitiert, 15 Domains, die du mit Builderall verknüpfen kannst. Also und du siehst auch hier schon die ganze Reihe an Tools, ja, AB-Split-Test und so weiter, Super-Checkout, du kannst Affiliates dann anbinden, etc. Ja, also schau dir das alles in Ruhe an und ja, und das macht eben das Ganze halt für mich einfach rund, wo ich einfach sage, okay, ich habe hier ein Tool, mit dem kann ich im Prinzip alles machen, was ich brauche, um ja Online-Marketing ja professionell ja durchgehen oder ausführen zu können. Ne? Also hast auch ein Webinar-Tool dabei, ja, also das sind alles Dinge, da musst du extern halt ja zusätzlich Geld bezahlen und deswegen ist meine Empfehlung immer, triff einmal die Entscheidung und dann hast du sofort ja alle Tools in einem vereint. Okay, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn dem so war, würde ich mich freuen, wenn du ja mir ein Abo dalässt, Daumen hoch gibst, das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß ja nie, für wen das Ganze interessant ist. Und ja, wenn das Ganze für dich interessant war oder du weiter mit Builderall dementsprechend arbeiten möchtest, noch Fragen dazu hast, dann nutze die Kommentarfunktion oder schreib mir eine persönliche Nachricht. Dann können wir da natürlich auch gerne deine Fragen klären, damit du halt von Anfang an ja auch, ich weiß, wie das ist mit Tools, ja, du willst halt nicht die falsche Entscheidung treffen, sondern willst natürlich, bevor du Zeit investierst und das Ganze durchgehst, einfach auch mal vielleicht noch wissen, ob es für dich geeignet ist, und das können wir dann in einem kurzen persönlichen Gespräch auch gern klären, ja. Gut, in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, viel Spaß und wie gesagt, ich hoffe, das Ganze hat dir weitergeholfen. Wenn dem so ist, teile es bitte. Und dann hören wir uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.